In Weißrussland hat die Regierung überraschend damit begonnen, tausende festgenommene Demonstranten wieder freizulassen. Sehr zur Erleichterung ihrer Familien und Freunde, die wie hier in Minsk ihre Angehörigen unter Tränen in Empfang nahmen. Doch unter die Freude mischt sich auch Wut. Viele Gefangene berichten von überfüllten Zellen und schweren Misshandlungen durch die Polizei. Sie zeigen ihre Wunden. Sie haben alle festgenommen und alle geschlagen, berichtet dieser junge Mann. Mädchen, Jungen, Kinder, die teilweise erst 13, 14, 15 Jahre alt sind. Es war auch ein Großvater bei uns, um die 70. Jeder wurde festgenommen, auch wenn sie nur aus einem Laden herauskamen, um zu sehen, was los ist. Es war das erste Mal, dass Alexander Lukaschenko gegenüber der Bevölkerung einlenkte. Staatsmedien berichten, dass er selbst die Freilassung der Gefangenen angeordnet habe. Er reagierte damit auf die anhaltenden Proteste nach seiner umstrittenen Wahl zum Präsidenten am Sonntag, die zuletzt auch von Arbeitskollektiven in den Staatsbetrieben unterstützt wurden. Außerdem sprach Innenminister Juri Karajew im Staatsfernsehen eine Entschuldigung aus. Es habe versehentliche Festnahmen gegeben. Mehr als 7000 Menschen waren in den vergangenen Tagen in Weißrussland von der Polizei festgenommen worden. Ein Großteil davon soll jetzt am Freitag entlassen werden, heißt es. Gleichzeitig ließ sich Lukaschenko jedoch wieder zum Sieger der Wahl ausrufen.